Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zu einer neuen Demo, die wir gemeinsam spielen. Und zwar Seed of Life. Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel kennt. Ich muss auch sagen, ich habe gerade nicht geschaut, wann das Spiel erscheint. Aber irgendwann demnächst wahrscheinlich. Wir spielen heute die Demo. Wir sind wohl Cora und wir sind die einzige bekannte Überlebende auf einem sterbenden Planeten namens Lumina. Mehr weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass die Videosequenzen auf Steam zu diesem Spiel wunderschön aussehen. Also was heißt Videosequenzen? Die Map sieht einfach sehr, sehr schön detailliert gestaltet aus. Und ich bin gespannt, was uns die Demo hier zeigen wird. Deswegen, ich würde sagen, es geht los und wir drücken mal ein neues Spiel. Ja? Okay. Our sun is dying, and soon, Lumia will fall into darkness. The last spark of life will be forever lost. I was a baby when it happened. The world's been dead ever since I can remember. Maybe a bit greener when I was younger. And some flowers. I love flowers. My grandfather tells me stories. They always sound like a dream. I wish I could be in that dream. But they came, and they took everything. Why? What did we do to deserve this? We call them Namorians, and they brought chaos and death into our world. Now, we slowly die, without hope, without a future. This can't be the end. I will not fall into darkness and wait for everything to disappear. There must be a way. We have to escape somehow. We live in this small house. It's the only home I've ever known. Grandpa doesn't tell me things. He believes I'm too young. But I saw it. The seed exists. Only it can bring back life and make the world flow once again. I sit here every day. I can't watch these candles burn anymore. Their flames get smaller, and so does my soul. I need to find the seed. I need to go. Okay. Das ist quasi die Backstory von diesem Spiel. Und jetzt können wir endlich spielen. Du hast den Talisman gefunden. Du hast jetzt die Möglichkeit, Kapseln auszurüsten, sowie Statistiken und Zielinformationen anzuzeigen. Drücke LT, um die Statistiken zu aktivieren. Grün zeigt auf Ziele, Gesundheit und Lumium-Menge. Ah, okay. Wenn ich LT drücke, kriegen wir quasi dieses Schild. Es sieht eigentlich ganz cool aus, muss ich sagen. Was? Spring ist nicht auf A? Spring ist auf B?
Okay, erstmal die Steuerung kennenlernen hier. This pedestal's healing properties will keep me safe, as long as I stay close to it. I should discover more if I am to reach the seed. Oha, was habe ich denn hier jetzt gefunden? Okay. Sehr cool. Der Lumiumpool hat zugenommen. Suche nach den hell leuchtenden Pflanzen. Sie erhöhen den Lumiumpool des Talismans, wenn sie zum ersten Mal extrahiert werden. Na gut, ich hatte den halt voll, aber ich habe direkt ein Secret gefunden. Glaube ich zumindest. Aber das war gar nicht meine Aufgabe. So, es hieß am Anfang hier, so kann man speichern. Checkpoint. I have to disable this shield. There should be a petal nearby. Au. Dich gut versteckt. Das LB ist Glossar. Stand dort LB oder RB? Weiß es nicht. Ich konnte das leider nicht erkennen. Irgendwie ruckelt die Kamera hier gerade so ein bisschen. I feel exhausted. Warum? Without Lumium, the air is suffocating. And I will not make it very far. Hinter diesem Wasserfall ist nichts. Was ist das denn für ein Spiel? Hinter jedem Wasserfall versteckt sich doch irgendwas. Are worsening. I can feel they're a lot stronger now. I need to do something, or they will shatter everything. Ich finde es schade, weil teilweise ruckelt die Kamera so nach, wenn man das Bild dreht oder wenn man eigentlich gar nicht aktiv das Bild dreht, aber das Spiel der Meinung ist, das Bild zu drehen. Manchmal ruckelt das so ein bisschen. Das finde ich nicht so schön. Diese abrupten Soundwechsel sind auch so okay. These Lumium plants survived the cataclysm. Yes, they did. And thanks to your talisman, you can gather their light to empower your abilities. But I don't want to steal their life force. Don't worry, they will regenerate. It's so warm and welcoming. Hmm. Let's see if I can actually extract that Lumium. Okay, unser Maximum an Lumium, was wir sammeln können, ist gestiegen. Und es ist ein Checkpoint. I remember this place now. Orin brought me here when I was younger. It was so different back then. More Lumium, more life. Grandpa had more hope for our world. Okay.
Achso, das war gar nicht für den Checkpoint. Ich dachte, was ist das denn dann hier? Du hast eine Sichtkapsel ausgerüstet. Du hast jetzt die Möglichkeit, nach anderen interessanten Orten in der Welt zu suchen. Die kann auch verwendet werden, um versteckte Objekte zu finden. Drücke das, um sie zu verwenden. Oh, das ist quasi mein Adlerauge. Ah. Visionskapsel. Blütenblatt, das wussten wir doch noch gar nicht. Genügend Blütenblätter in ein Podest eingelegt werden, bis zu 8 davon, wird das Podest eine einzigartige Fähigkeitenkapsel freischalten. Was sind für Blütenblätter? Wir haben noch gar nichts gesammelt. Something is amiss here. Try using your vision ability. Oha! We made it. I never got this far. Well done, Clara. The seed is closer, but to reach it, you'll need to collect more ability capsules from the pedestals nearby. The talisman's compass will point to their locations. Oh, and don't forget to gather more lumium. Having an abundance will make your journey less troublesome. It's not going to be easy. How will I find more? The planet is huge, and I've never been so far. Don't worry. Just use the vision capsule. You will see where the plants are located, along with other points of interest. Das sind also die Blüten, worüber gesprochen wurde. Jetzt hier rüber gehe. Oh, wie das Bild wackelt. Hilfe! This area is too dangerous to cross. Maybe there is another capsule that would help. Hättest du ja mal sagen können, bevor ich über die Brücke gegangen bin. Oh, also das Gewackel hier, muss ich sagen, ist ein bisschen unangenehm. Ich weiß nicht, wahrscheinlich kann man das auch ausschalten. Mag ich jetzt aber nicht. Wofür war der Punkt hier oben? Oh. Ups, ich habe nicht darauf geachtet, dass ich sterbe. Tatsächlich, das Leben geht runter. Nein. What are those creatures? They are huge. We call them scanners, and they feed on lumium. They live inside large bodies of water, because that's where most of the lumium is located. Be careful. If you get too close, they will absorb your lumium and health. Okay, I will try my best to avoid them. Ach so, die sind böse. Ja, ups. Ich dachte, die sind gut. Und wie regeneriere ich jetzt mein Leben nochmal? Muss ich hier einfach durchrushen? Oder nur die Regenerationskapsel? Da. Oder? Nee. Wackelt das so? Ja, richtig schlecht. Hä? Ich glaube, hier bin ich falsch. Okay, ich bin gleich wieder tot. Ach, dort oben. Hä? Aber wir kommen ja nicht so hoch. Soll das die Regenerationskapsel sein?
das Spiel hat mir ja eigentlich schon Hinweise gegeben. Okay, wir waren einfach mal gucken. Ich wollte bloß gucken, was dort hinten ist. Ach, hier muss ich jetzt die Blütenblätter hinlegen. Oder wie? Was? Oh, hä? Ich muss puzzeln? Und wie genau muss ich jetzt puzzeln? Was muss wo übereinstimmen? Sag mir das Spiel, wann ich richtig bin. Okay, das war jetzt so ein bisschen geraten und ich dachte, okay, das hat bestimmt was mit diesen... Was sind das? Die Blütenblätter. Gott. Seltsam. Das heißt jetzt, dass ich schon einmal Leben auffüllen verbraucht habe. Ist ja ungünstig. Wusste ich nicht. The seed barrier is right there, but the corruption around here is so powerful, and I don't think I'll be able to jump that far. You just need the right capsules. Most of your powers are still dormant. Do you mean I'll be able to make inhuman jumps and resist the darkness? You'll be able to do much more. Just keep going, and you'll understand what I mean. Oh. And don't forget to use your vision ability around here. You might find there's more than meets the eye. Yep. Ah, wir haben ja hier schon eine Brücke. Hier einfach rübergehen. Oh. Man muss natürlich springen. Wo war jetzt? Da. Ich dachte, ich kann dort jetzt nicht weiter, weil die Brücke quasi kaputt aussah. Was ist das Springgeräusch von... Aber wie komme ich weiter? Gar nicht. Bis von da drüben... Hä? Wait. Mal kurz darüber. Uno momento. Geh mal kurz hier rüber. Ich weiß nicht. Aber mein Leben regeneriert sich hier um. Aber hier. Okay, wir gucken von hier nochmal. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich mache für die Folge an dieser Stelle Schluss. Und wir sehen uns bestimmt nochmal in einer weiteren Folge. Und dann gucken wir mal, ob die Demo mich noch ein bisschen mehr überzeugen kann. Wir schauen mal. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Macht's gut.